Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind. Natürlich immer noch mit Falin an meiner Seite. Er ist ein Klippenläufer, der mich noch nicht gesehen hat. Das finde ich außerordentlich toll. Ja, verpiss dich, Geisel. Ja, absolut. Natürlich kriege ich Fallschaden. Ich mag das so sehr. Oh. Irgendwo hier. Ah, das ist schon mal ein Weg. Ja, oh. Ja, oh. Hi. Großkopf, das ist der. Wer ist groß? Das ist Großkopf. Ist aber ja, nicht. Ihr seid also gekommen. Ich sehe, dass ihr für den Meister arbeitet. Es ist gut. Oh ja, sehr gut zu mir. Ihr seid gekommen, weil ihr nach etwas sucht. Sagt mir, was ihr finden werdet. Was? Riesenetschbulle. Großvater Netsch, wunderbarer Fisch. Schwimmt, schwimmt. Er hat keine Augen, aber er sieht euch. Er kommt zu Besuch, bringt mir Kuchen. Kuchen zum Teilen, genug für alle. Grüßt ihn freundlich, er weiß, dass ihr da seid. Geradewegs zu meiner Tür hinaus werdet ihr ihn finden. Geradewegs durch meine Tür an anderen Orten. Geradewegs durch meine Tür, darunter verstehe ich, wenn ich rausgehe, einfach geradeaus gehen. Hier ist irgendwo die Gabel der Gänsehaut, richtig. Die werden wir nehmen, das ist relativ uninteressant. Das macht ihm nichts. Dann sollte er irgendwo hier zu finden sein jetzt. Ein Netsch. Richtig. Und was ist mit dem Netsch? Den sollen wir töten. Aber... Das ist die Aufgabe. Aber... Es ist halt eine derische Quest. Sie sind teilweise gemein und böse. Also, wenn ich einfach nur geradeaus gehen soll, da dann... Da war noch irgendwas im Netz drin. Das ist aber nicht das, was sie suchen. Wir suchen einen Bullen. Diese großen, fetten Viecher. Dann werden wir hierhin wieder reisen. Hui. Übrigens ist es bei dem Netzbullen egal, mit welcher Waffe wir ihn anfangs schlagen. Hauptsache ist, dass wir den letzten Schlag mit der Gabel der Gänsehaut tun. Wenn nicht, dann ist die Quest gescheitert und ich weiß jetzt gerade nicht, was dann passiert, aber es ist nicht so toll. Ich glaube, dann haben wir einfach die Quest kaputt. Oh nein. Also dann kriegen wir nicht das, was wir sonst kriegen würden. Irgendwo sollte der aber sein. Eigentlich der Logik halber auf dieser Insel. Irgendwo habe ich ihn jetzt schon gesehen, aber ich weiß nicht, wo es war. Ja, aber eigentlich sollte der Netsch erst auftauchen. Ah! Da. Ja. Hallo, Klettenläufer. Dich werden wir vorher beseitigen. Okay. Ich glaube, der Netschbulle ist stärker als sonstige. Ansonsten dürfen wir den mit der... Riesen-Netschbulle. Macht das einen Unterschied? Ja, das macht einen Unterschied. Das ist er nämlich. Oh nein. Ansonsten dürfen wir ihn nämlich mit Goldbrand nicht mal hauen. Er hat Magie widerstanden. Hä? Die Gabel der Gänsehaut hat wohl eine magische Wirkung. Du hast die genannt und... Ja! Hat dich gerade einmal gehauen? Ja, hat er. Und du hast davon so viel weg? Ja. Aua. Vielleicht sollte ich ihn vorher mit dem Zauberstab bearbeiten. Ach du... Moment, ich hau dich mit Goldbrand. Ich glaube, das ist besser. Ja. In der Tat, das ist besser. Das macht einen dezenten Unterschied. Ich hätte gedacht, er ist... stärker als sein Netsch, ja, aber auch nicht so stark. Also er ist gar nicht so unempfindlich. Dann dürfen wir ihn noch ein paar Mal damit hauen. Wolfgang ist doch eh... Da, wo wir so langsam... Ja, jetzt. Das passt. Ja, hast du ihn jetzt nicht getötet? Nein, ich darf ihn ja nicht mit Goldbrand töten. Ich muss ihn mit der Gabel killen. Deswegen nehmen wir die jetzt wieder. Aber es war extrem knapp, ja, aber es ist gut so. Nein! Das ist mal tot. Er scheint tot. Stirb! Kannst du nicht hochspringen? Nein, er hat seinen Hitbox da unten. Ich hab doch absolute Ausdauer. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Ich brauche ihn doch nur einmal irgendwie erwischen. Das ist so typisch. Ah, ich wollte schon mal einen Spieler zur Verzweiflung bringen. Richtig. Sehr gut. Ja, eigentlich finde ich das schade. Ich mag Netsche. Ich habe die Gabel der Gänsehaut benutzt, um den Riesennetschbullen zu töten. Ganz offenbar prüft Sheogorath mich. Ich habe keinen Zweifel, dass er dich sehr genießt. Ich muss nur mit der Gabel zu Sheogorath zurückkehren. Ja, zu Sheogorath zurückkehren heißt Amtsliebe Intervention. Jetzt sind wir in Gnisis. Ja. Ja. Mir geht es nicht so gut. Ich habe gerade einen Netsch getötet. Du Wo stehst immerhin noch auf hin? Deiner Plattform. Von hier reisen wir nach Aldrun. Und von Aldrun per Magiergilde nach Vivek. Nein, du zeigst mir bitte nicht dein drittes Bein. Du hast davon auch ein Trauma, oder? Ja, habe ich.
Wollt ihr euren Reichtum nicht teilen? Ich habe vieles, was ich euch zeigen kann. Ja, natürlich hast du das. Ich grüße euch. Hi. Es ist mir ein Vergnügen, euch zu treffen. Hallo Erzmagier. Der ich bin. Ja, genau. Nicht? Ex-Erzmagier und so. Oh. Du weißt doch ganz sicherlich, in welcher Kanalisation sich die Statue von Sheurat befand, oder? Nein. Das ist bedauerlich. Ich weiß es gerade auch nicht. Es war nicht das Fremdenviertel, das war mir noch bewusst. Es war vielleicht Redoran, es war die Arena. Oder war es vielleicht doch? Es war der heilige Olms, meine ich. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Dürfte aber sein. Halte Lin. Hm. Die Lin. Ha. Oh. Ha. Ja. Schlechtes Wortspiel. Oh. Ich bin enttäuscht von dir. Wie weg, sei gepriesen. Okay. Hm. Wie weg preisen wir aber noch nicht. Und nein, nicht Nord 1. Hier will ich wieder raus. Ich möchte irgendwie in die Kanalisation kommen. Bodensektion, ja. Durch die durch die Bodenluke. So. Von der Bodensektion komme ich definitiv in die Kanalisation. Hier ist die Kanalisation, ja. Kanäle. Das ist fast die Kanalisation. Jetzt bin ich in der Kanalisation. Richtig. Ich bin gut, oder? Oh. Wenn ich jetzt von einer Ratte getötet werde, darf sie es gerne zurücknehmen. Okay. Aber das sollte nicht der Fall sein. Es muss einfach wie eine pestkranke Ratte auftauchen. Dann ist die Welt in Ordnung. Ja. Ich glaube, ich werde echt noch von einer Ratte sterben. Wie viele von euch gibt es hier bitte? Das ist doch abgekartet jetzt hier gerade. Ein abgekartetes Spiel. Ja, definitiv. Voll böse und so. Mhm. Ja, genau, hier war schon mal der... Du warst hier schon mal? Ja, natürlich. Deswegen habe ich doch nur den Quest-Teil hier angenommen von Sheurat. Hallo. Ah, wie ich sehe, hast du meinen kleinen Bogengang erledigt. Gut gemacht. Und hast auch du Geschmack am Wahnsinn gefunden? Halte den Wahnsinn nicht für einen Fluch. Für manche ist er die größte Gnade. Eine Gnade, aber trotzdem eine Gnade. Gib mir die Gabe der Gänsehaut. Ich glaube, ich habe etwas, das besser zu dir passt. Geh nun und erinnere dich immer an das, was du gesehen hast. Ich glaube, das möchte ich gar nicht. Werde bitte die Gnade. Richtig, jetzt haben wir nämlich den, der hat einen Wert von 130.000. Hat auch ziemlich nette Effekte durch Benutzung. Sturmatronach für 30 Sekunden und Reflexion 20-30%. Das ist nicht gerade wenig. Jetzt werden wir übrigens das letzte machen, was wir zumindest auf der Liste hatten, die wir uns erstmal zurechtgelegt hatten. Wie viele von euch gibt es hier bitte? Bald ist Goldbrand kaputt und abgenutzt wegen dieser Ratten hier. Ja, es hat schon mal zumindest eine Ladung. Das ist korrekt, aber das hatte es schon vorher nicht. Beim Netzspulen hat die Ladung den Geist aufgegeben, meine ich. Jetzt müssen wir erstmal Rückkehr machen. Hui. Jetzt sind wir schon mal in Sicherheit. Schnell. Oh, sprecht schnell. Ja. Wir haben wieder einen epischen Gegenstand, den wir dabei legen können. Hurra. Schwert der bitteren Gnade. Der sieht übrigens sehr toll aus. Na. Das passt soweit, ja. Der ist eh ziemlich lang. Also, naja. Hier packe ich auch noch was drauf. Haben wir noch etwas Episches? Ja, der wiegt aber nichts, also müssen wir den nicht wirklich ablegen. So. Die Zeit ist übrigens wieder rum, weshalb ich hier wieder ein Part beende. Im nächsten werden wir dann, ja, das hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich gesehen, dass es hier Unstimmigkeiten gibt. Immer diese Leute mit ihrem Aufräumfetisch. Ja, oh, ein Fetisch direkt. Du gehst aber direkt hoch ran. Und was wir sonst noch machen, das weiß ich nicht. Das werden wir uns jetzt ausdenken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.